Scheiße. Das würde wehtun. Nein, das löst gar nichts. Das löst gar nichts. Scheiß. Keine. Nein. Leer. Augenblick mal. Innen sind überall Kratzer. Ist dunkel hier drin. Kann nicht genau sehen, was das für Kratzer sind. Diese Kratzer sehen nicht zufällig aus. Ob jemand was damit ausdrücken wollte? Und jetzt? Schreit ein Gl... Na, das Erlebnis hat mir wirklich die Augen geöffnet. Sogar die Bäume hier sind nicht ganz normal. Der Baum bewegt sich. Sprich zu mir, Baum, sonst werden Vögel in deinen Augen nisten. Was willst du von mir, Fremder? Normalerweise ist der Mann mit dem Glasauge, der zu mir spricht. Ich fürchte, er ist tot. Aber er hat eine verschlüsselte Nachricht hinterlassen, die mich zu dir geführt hat. Wohlan! Und was willst du von mir? Wer bist du? Mein Name ist Malus Jonsis. Ich bin die Wache des Lichts, Beschützer des Gehölzes. Wie kannst du das Licht beschützen? Es ist überall. Du Narr! Das Licht befindet sich im Herzen der alten, mächtigen Krieger.
Nur sie verstehen die Bedeutung wahrer Opfer. Das verstehe ich nicht. Was opferst du denn? Freiheit, Bewegung, Wachstum. Meine Glieder sehnen sich danach, sich in Richtung des Lichts auszustrecken. Doch muss ich bewegungslos hier stehen. Mein Stamm ist verwurzelt. Daran lässt sich nichts ändern. Warum muss das Gehölz bewacht werden? Gier, falscher Stolz und Boshaftigkeit. Diese menschlichen Eigenschaften bedrohen jegliches Leben. Deshalb darf ich niemanden passieren lassen, außer einem. Wen? Den Schöpfer. Den Schöpfer? Genau. Nur für ihn werde ich zur Seite weichen. Im Namen deines Schöpfers, Paul Stark, befehle ich dir, den Weg freizumachen. Paul Stark, der Schöpfer, er, der meinen Samen gepflanzt und mir Leben gegeben hat. In seinem Namen tue ich wie befohlen. Schönes, merkwürdiges Prisma. Es scheint das einfallende Licht zu bündeln. Da kommt ein schönes, warmes Licht durch. Schön. Ja, das Licht öffnet die Tür. Interessanter Stil. Besser als die anderen komischen Figuren. Na Max, wie auch immer du mich gefunden hast, du bist zu spät. Ich gehe jetzt und lasse dich bei den Toten zurück. Zum Teufel morgen! Ein Globus. Zentralamerika ist markiert. Ihr Weltbild war einfach. Unten die Erde in der Form von Zwillingsbergen, die Sonne und die Sterne oben. Und alles, was darüber hinausging, wurde einer anderen Welt in einem anderen Leben zugeordnet. Neben diesem Abschnitt hat jemand die Nummer 1 geschrieben. Ein Telefon! Mist, die Leitung ist tot. Nummer 5 steht neben diesem Absatz. Die Zeremonien waren meistens sehr ausgewogen aufgebaut. Gesprochene Worte, visuelle Effekte und die Platzierung der Teilnehmer wurden so komponiert, dass eine Balance zwischen den zwei Elementen bestand. Die Statue eines Aztekenkriegers. Sieht fast lebendig aus. Der Schlüssel, um das Ding wieder zu aktivieren, scheint in der Benutzung der 5 Symbole zu liegen. Der Schlüssel sieht aus wie ein Aztekenkalender, aber da stimmt was nicht. Da ist was angeschlossen. Das ist kein normaler Aztekenkalender. Ein paar Teile bewegen sich.
Das ist kein normaler Aztek. Ja! Was zum...